Der Weihnachtsmann ist da. Moin Freunde und frohe Weihnachten erstmal vorweg. Ich habe mir eine Kleinigkeit einfallen lassen. Und zwar dachte ich, wäre ein kleines Weihnachtsspecial doch was Schönes. Und deswegen habe ich Leute random nach ihrer Adresse gefragt. Und da fahren Phil und ich jetzt hin und schenken jeweils den Leuten ein Shisha-Komplettset. Da wir natürlich nicht zu jedem fahren können, ist das so ein bisschen stellvertretend. Aber es können noch mehr Leute gewinnen. Und zwar verlosen wir, haben insgesamt 10 Pakete. Wir werden heute wahrscheinlich zwischen 4 und 6 los. Mal gucken, wie das klappt. Einer hat zum Beispiel noch Corona bekommen. Wir verteilen heute ein paar Pakete und die restlichen werden unter den Kommentaren unter dem Video hier verlost. Da erzähle ich euch dann am Ende noch ein bisschen was dazu, wie das funktioniert. Aber jetzt müssen wir los. Wir haben den ersten Termin. Ho, 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 Freunde. Wir sind auf dem Weg zu der ersten zu beschenkenden Person. Und das ist der liebe Dennis. Und da fahren wir jetzt hin und dann kriegt er ein vorträgliches Weihnachtsgeschenk. Weil das Video kommt für euch natürlich am 24., aber wir haben es obviously nicht am 24. gedreht. Ja, gleich sind wir da, dann kriegt der Erste sein Geschenk. Ich hoffe, die Leute freuen sich. So, erster Stop, erstes Paket. Ich hätte das Auto vielleicht sauber machen müssen vom Video. Ja, wäre nicht schlecht. So, hier haben wir auf jeden Fall, ach, ich war gestern Geschenkpapier kaufen. Hab 3 Rollen gekauft, dachte, das muss ja easy reichen. Jo, eine Rolle hat für ein Geschenkpack. Digga. Eine Rolle hat für ein Geschenk gereicht. Und das heißt, ich habe jetzt 3 schön eingepackte Geschenke und an den restlichen hängt so ein Fitzel Geschenkpapier. Ich hoffe, der Wille und der Gedanke zählt. Aber ich denke, die Leute freuen sich auch sowieso. Aber das erste ist auf jeden Fall verpackt. Wunderbar. Suchen wir mal den Eingang. Einen wunderschönen guten Morgen und frohe Weihnachten. Grüß dich. Ja. Dürfen wir mit rein? Ja, klar. Was ist das denn? Hallo? Oh, du hast doch sogar schon 3 Pfeifen bei dir gemacht. Ja, genau. Also ich muss dazu sagen, ne? Ich habe die Leute nach den Adressen gefragt und ich wollte dann auch nicht vollkommen. Also es wäre ja weird gewesen, wenn du gar nichts gewusst hättest. Mhm. Und dann hätten wir einfach geklingelt, oder? Ja. So, deswegen habe ich gedacht, dann frage ich vorher einmal nach, so hey, wir würden dann morgen zwischen so und so und so und so viel Uhr kommen. Ja. Frohe Weihnachten! Danke. Ach du Himmel! Ja, jetzt wisst ihr, was ich drinne. Soll ich gleich aufmachen? Wie du magst, ja. Kannst oder zu Weihnachten erst aufmachen? Nein, kannst du nicht machen. Ja. Ja. Achtung, das ist Kabelkanal. Wo ist denn Katzi? Ja, so. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, in welchem Paket dann was drin ist. Okay. Weil wir haben Geschenke von Mose, wir haben Geschenke von Aeon und wir haben Geschenke von Ukraim. Und ich will jetzt noch nicht mehr über den Inhalt sagen. Es sind verschiedene Sachen. Ja. Aber das ist schon mal ein Mose-Paket. Ja, hab ich mir gesehen. Warte, was hast du denn so für Pfeifen? Da ist eine Breeze Pro ja. Und eine Flashbang. Und Aeon hab ich auch gebaut. Und Aeon. Da oben hast du noch eine komplette Alpha-Sonne. Ja, okay. Da heißt auch Iron. Echt? Ja. Ja, Iron. Da kann ich das Geschenkpapier jetzt. Ja, ist noch inklusive Katzenspielzeug, ne? Genau. Oh, was haben wir Schönes? Knappen Pfeife. Mosi Sphere 2. Oh, geil, wir haben die Sphere erwischt. Die hast du noch nicht. Nicht. Ich hatte wirklich Angst, als ich das Mose-Paket gesehen habe, ja. Dass das jetzt irgendwie eine Breeze Pro oder eine Flashbang ist und du schon eine hast. Ich danke, jetzt. Ich bedanke mich herzlich. Sehr gerne. Und das ist ein guter Karton? Iron. Ja. Wir bekommen noch ein leckeres Köpfchen, das wir uns jetzt bauen können. Ich habe mir Bapai Dinner und Jungle Juice gemopst. Und da gibt es jetzt noch für den Phil und für mich. Und natürlich auch für Dennis. Du hast hier deine Mischung schon hingelegt. Ja. Lemon Sweets Pink Man. Genau. Auch im Lowload, perfekt. Dachte ich mir, ja. Beide Must Age Blackburn Kombi im Lowload, unabhängig voneinander. Okay, dann bauen wir kurz noch ein Köpfchen. Kannst du gerne noch mal was sagen, was du jetzt machst? Wir bauen jetzt schnell die Pfeife für den Dennis auf. Und. Zählt es ohne Spikes? Oder? Ach, die Spikes, scheiße. Beim Dennis haben wir noch ein leckeres Pfeifchen bekommen. Das haben wir jetzt noch ein bisschen geraucht. Was sagst du zur neuen Sphere? Mega, mega zufrieden. Ich bin happy, dass wir die Sphere erwischt haben, weil wir haben noch ein paar andere Mose-Pakete. Und der Dennis hat halt schon eine Breeze Pro und auch eine Flashbang.
Also Glück, dass wir die Sphäre erwischt haben. Definitiv. Ja, jetzt müssen wir auch gleich schon zur nächsten Person, die es zu beschenken gilt. Dennis, danke für die Pfeife. Kein Ding. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Pfeife. Werde ich jetzt die Tage hören. Und frohe Weihnachten. Dankeschön. Mach's gut. Und danke nochmal für Getränke, Köpfchen. Kein Problem. Stopp Nummer 1 war sehr, sehr geil. Dennis, wenn du das hier siehst an Weihnachten, ich hoffe, du hast die Pfeife noch gut geraucht und freust dich drüber. Und nochmal danke, dass wir bei dir ein Köpfchen rauchen durften. Das ist nicht selbstverständlich. So, jetzt fahren wir noch durchs wunderschöne Offenbacher Ghetto hier. Ab zum Lukas. Beim Lukas werden wir nur kurz die Pfeife übergeben, weil Parken ist ein bisschen Krise. Wir stehen akzeptabel. Ja, was geht? Gute. Ja, Runde Wein und Spektrum. Okay. Spectre und Versa. Ja. Dann wäre es ja eigentlich schöner, wenn wir dir eine Mose schenken, oder? Eine Mose habe ich natürlich auch. Aber die Breeze 2. Die Breeze 2. Eine Breeze 2 haben wir nicht dabei. Okay. Ja, die hätte ich auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir frohe Weihnachten. Dankeschön. Da war der Nikolaus dieses Mal zu spät, aber das Christkind zu früh. Ich danke euch. Sehr gerne. Kannst du ganz in Ruhe. Schickst mir doch ein kleines Video, wie du mit raus oder so. Ich danke euch, dass ihr da wart. Gerne, gerne. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Viel Spaß damit. Ich danke dir nochmal. Mach's gut. Wir sehen uns. Mach's gut. Jo, mach's gut, ja. Viel Spaß damit. Ciao. Auf zum nächsten Stop. Beim Lukas hatten wir leider keine Zeit, eine Pfeife zu rauchen. Erstens war Parken ein bisschen Krise und zweitens sind wir schon ein wenig im Zeitverzug. Und der Nikolaus, der kommt nie zu spät. Das heißt, dem Lukas haben wir die Pfeife überreicht und wir blenden euch jetzt den Clip ein, wo Lukas die Pfeife raucht. Ach, und übrigens, ich wollte mich auf jeden Fall bei dir nochmal bedanken für die Vierschlauch Viral Woke Mini. Hab die jetzt gerade mal geraucht und ausgetestet. Ich finde es auf jeden Fall sehr nice und vor allem ist es auch eine coole Vierschlauchpfeife, wo ich mir auch gar keine Gedanken mehr in dem Ausblasen, also Auspusten machen muss oder sonst irgendwas. Bei der habe ich auf jeden Fall ein sicheres Gefühl, es lässt sich mega entspannt rauchen, macht Spaß mit der Pfeife auf jeden Fall auch zu rauchen und wollte mich auf jeden Fall für das Geschenk nochmal bei dir bedanken. Wirklich, es hat mich echt gefreut, wie ihr da wart. Ist cool, dass ich da auf jeden Fall dabei sein darf. Danke nochmal. Ja, Lukas, ich hoffe, du hast viel Spaß mit der Pfeife. Sehr gut, wir sind ja noch in Offenbach, ne? Ich hoffe, du hast viel Spaß mit der Pfeife. Lass es dir gut gehen. Frohes Fest, Minion. Und jetzt fahren wir zum Vito. Der hat schon wieder eine Pfeife gewonnen. Ich glaube, das ist die vierte Pfeife oder so, die der Vito gewonnen hat. Das ist wirklich langsam abnormal. Aber es ist das erste Mal, dass ich dem Vito die Pfeife nach Hause bringe. Ist auch was Schönes. Und ich glaube, beim Vito können wir auch noch ein Köpfchen rauchen. Da gibt es das zweite Köpfchen des Tages. Also, let's go. 06069. So, wir sind beim Vito. Jetzt haben wir noch ein Problem. Ich weiß nicht, welche Pfeifen der Vito hat. Ich weiß, dass er mal eine Simulation tatsächlich gewonnen hat. Und deswegen ist die Überlegung, welche Pfeife kriegt denn der Vito? Ich weiß es nicht. So, ich habe entschieden. Der Vito kriegt eine Spectre. Jetzt sind wir leider schon bei den Pfeifen, wo mir das Geschenkpapier ausgegangen ist. Und Viro hat uns übrigens auch eine Spectre, eine Versa und eine Evoke zur Verfügung gestellt. Und jeweils noch mit Globe und Schlauch. Und wir haben noch von Mosen einen Onmo dazu genommen. Und das bringen wir jetzt dem Vito. Leider nicht verpackt, aber ich denke, er wird sich trotzdem freuen, oder? Ich denke schon, ja. Bim, bim. Der Weihnachtsmann ist da. Hallo. Moin. Das Christkind ist da. Hi. Ich habe leider kein Geschenkpapier mehr gehabt. Deswegen kriegst du es unverpackt. Geil. Erstmal moin. Moin. Alles fit? Ja. Frohe Weihnachten. Dankeschön. Vorträglich. Vorträglich. So eine Woche. Guck mal, Vitos Schwester hat extra noch Kekse für uns gemacht. Und Vito hat schon Tabak hingelegt und Getränke bereitgestellt. Ich glaube, ich muss häufiger Pfeifen verschenken. Oder einfach durch die Gegend fahren. Stell dir vor, das könnte mein Job sein. Was? Der Vito baut jetzt Pfeifchen auf. Der Phil ist unser Spectre-Aufbau-Experte. Weihnachtlicher Mission natürlich, ne? Und er hilft jetzt mal dem Vito. Weil Spectre ist ja schon komplexer. Du hast ja das geile Magnet-Blower-Verstellungssystem. Genau. Da muss man schon wissen, was man macht. Was sagst du zum Colorway? Ist gut gewählt? Passt? Ja, das ist so ein Lachs, ne? So rosa Lachs. Ja. So in die Richtung. Ich finde es sehr schön tatsächlich. Ich bin so ein Fan von so rosa auch Köpfen. Ich will zum Beispiel den Vandenberg V1 in rosa, den Sakura.
Habe ich auf den nie bekommen. Ah, der war Messe-exklusiv, ne? Nee, der kam online auch, aber ja? der kam war immer sehr danach? Schnell ausverkauft, egal wo ich geguckt habe. Wie heißt der Collabor richtig? Der heißt, das müsste jetzt, warte, lass mich kurz überlegen, ich glaube Red White müsste. Red White, geil. Genau. Ja. Und der Vito hat uns hier noch eine wunderschöne Sphere ready gemacht. Und noch eine Breeze. Wasser ist auch noch drin. Und wir sind am Kopf bauen. Es wurde gezaubert. Nochmal Jungle Juice. Aber diesmal mit Space Flavor. Space Flavor. Das Ganze im Darkside Shot. Nice. Und guck doch mal hier, was der Vito für ein schönes Köpfchen besitzt. Sehr guter Geschmack bei Köpfen, Vito. Sehr guter Geschmack. Hier ist noch der Glaube für Vitos Pfeife. Der Istanbul in der passenden roten Farbe natürlich. Wunderbar. Okay, ready für den ersten Zug? Ja. Und? Guter Kopf. Pfeife raucht natürlich auch gut. Ja. Also gute Wahl gewesen, die Spectre für dich, ja? Ja, vor allem auch in dem Set mit dem roten Kopf, finde ich, passt die mega. Es war ein bisschen dunkler, aber es. Ja. Aber wenn du mal guckst, hier hast du auch Elemente, die auch so dunkel sind, von daher. Ist geiles Set auf jeden Fall. Nice, sehr schön. Ja. So, wir lassen uns gerade noch das Köpfchen beim Vito schmecken und dann geht's weiter zum nächsten Stop. Vito, danke für die Pfeife. Also, fürs Köpfchen. Ich und für die Kekse und für den Kaffee und dass du extra Tabak geholt warst und alles. Und ich muss mich bedanken für die Pfeife, ne? Sehr gerne. War sehr geil, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und danke für diese Aktion. Gerne. Dann frohe Weihnachtsfeiertage und bis bald. Dankeschön. So, Pfeife bei Vito wurde abgeliefert. Nochmal Dankeschön, Vito, für die Kekse. Auch an deine Schwester. Sehr geile Weihnachtskekse. Vito hat uns noch ein Holy angerührt, hat noch Kaffee besorgt und alles. Also dickes Dankeschön. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit der Pfeife und wünsche auch dir noch schöne Weihnachtsfeiertage. Und jetzt fahren wir weiter zum Tobias. Und Tobias hat schon gefragt, kann auch meine Schwester kommen? Ist es okay, wenn meine Schwester auch da ist? Klar, ist kein Problem. Ja, da fahren wir jetzt hin. Ein Dankeschön geht auch noch raus an den Mann hinter der Kamera, und zwar den Phil aka Fipsi. Wir gehen nämlich morgen auf Konzert und habe ich den Phil gefragt, ey, würdest du heute vielleicht noch einen Tag Praktikum bei SWG als Kameramann machen? Hat er gesagt, ja. Und wisst ihr, wo wir morgen auf Konzert gehen? Amity Affliction, let's go! Wisst ihr, was ich letztens rausgefunden habe? Mein Auto kann einfach automatisch parken. Jetzt habe ich hier so ein Symbol, mache den Rückwärtsgang rein. Jetzt fragt er mich, Parkassistent starten. Das hat auf jeden Fall schon mal besser geklappt. Aber what the fuck, ich wusste nicht, dass mein Auto das kann. Das letzte verpackte Geschenk kriegt jetzt der Tobias. Und der sollte genau hier wohnen. Wie viel Mühe ich mir gegeben habe, diese Geschenke einzupacken. Und dann hat das scheiß Geschenkpapier nicht gereicht fürs ganze Paket. Ja, der Wille war da auf jeden Fall. Der Wille war da. Ja. Ey, ich hab mich auch so verarscht gefühlt, ne? Hallo, der Weihnachtsmann ist da. Bim, bim. Der Weihnachtsmann ist da. Hallöchen. Servus. Hi, Weihnachtsmann. Ja, gut. Ja, gut. Jetzt wird's so. Ja, gut. Ja, kommt rein, na klar. Wir haben schon Angst, wir müssen wieder weg. Du bist so riesig! Kommt auf dem Video nicht so rüber, ne? Ja, ganz so. Amona, hi. Ja, du bist echt riesig, ey. Ja, wir haben dir was Schönes mitgebracht. Geil, danke schön. Ein vorträgliches Weihnachtsgeschenk. Oh, danke. Das ist einer der glücklichen Ausflüge. Ja, packt gerne aus. Wir können hier auch, wenn ihr Zeit und Lust habt, gerne noch zusammen einweihen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ich meine, wir wollen uns ja nicht selbst einladen. Soll ich erst mal Kohle auflegen? Ja, gerne. Bin schon mal gespannt hier. Ja, ich dachte, wäre eine coole kleine Idee so zu Weihnachten noch. Ja, ist aber geil, ey. Mega. Ist ja echt krass. Tobi hat mir das so erzählt und ich so, hä? Und dann klappert er da einfach seine Follower ab und verschickt er, ja, ich glaube schon. Ja. So, okay. Genau das. Ihr seid Stopp Nummer 5. Was hast du so an Pfeifenzeug da? Ich sehe eine Hustler. Ja, hier ist eine Venus. Venus. Und da habe ich noch zwei Pfeifen und eine. Guck mal hier rein. Achso, im Zimmer. Ja, hier ist der Abstellraum, aber da ist so ein bisschen mein. Oh, die sind verbannt worden. Ja. Nee, die brauche ich eigentlich halt, die brauche ich jeden Tag. Ja, ich glaube, was haben wir denn da erwischt? Ja, du wirst gleich sehen. Ah.
Da bin ich ja noch. Ja, gucken wir mal. Ich bin ja mal gespannt. Oh, ja, ja. Na ja, dann mach ich doch mal auf. Ja. Das ist jetzt für mich auch Überraschung. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was ich wo reingepackt habe. Nice. Ah, ein Flashbang. Sven, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist noch ein Bodentuch. Hast du überall Waffen eingepackt? Ja. Also, ja. Bei Mose waren es drei verschiedene. Mhm. Bei Aeon waren es drei verschiedene. Und bei Hukain weiß ich selbst nicht, was drin ist. Ach ja. Ja. Das war meine erste Steckpfeife. Ehrlich? Ja, ich habe keine Steckpfeife. Ja, geil. Das ist ja mal ziemlich nice. Sehr gut, neuer Schlauch kann man immer gebrauchen. Sehr gut, ich habe nämlich nur einen. Geil. Ja. Das ist ja wirklich sehr gut. Perfekt, passt. Epos. Und noch der Epos dazu. Sehr geil. Mal gucken, ist die Pfeife auch blau? Ich wollte gerade sagen, mal gucken, was. Sollte, ja, oder? Ich guck gerade, ob irgendwo. Rückseite? Da hinten. Ja, ja, auch blau. Perfekt. So, wir würden euch jetzt eigentlich gerne präsentieren, wie unsere Pfeifen noch am Rauchen sind, aber wir haben uns komplett verquatscht. Und jetzt sind die Pfeifen durch und wir müssen jetzt noch zu unserem letzten Stop. Aber vielen Dank an euch beide, dass wir auch noch schnell ein Pfeifchen rauchen können. Wie war der erste Stop? Ja, war sehr gut. Vielen Dank an euch beide für die schöne Pfeife. Haben wir eine gute ausgesucht. Habt ihr eine sehr gute ausgesucht. Wunderbar. Auch. Premium. Top. Sehr gut. Top. Dann weiter geht's. Eben noch die Pfeife bei Tobi und Ramona geraucht. Auch an euch beide nochmal frohe Weihnachten, schöne Festtage, viel Spaß mit der Pfeife und vielen Dank für die Gastfreundschaft. Haben wir uns auch ewig verquatscht, also wir sind echt spät dran. Wir haben jetzt noch einen Stopp, wir haben 17.54 Uhr, um 18 Uhr sind wir Momera verabredet. Ich glaube, wir kommen zu spät, Phil. Ich glaub's auch. Let's go. Let's go. Wir sind beim letzten Stopp. Das letzte Paket für heute, was ja wie gesagt auch gut ist, weil eigentlich müssten wir schon im Momera sitzen. Da sitzen nämlich heute noch gut 20 Hausherren rum, sag ich mal. Das große Problem ist, der, bei dem wir jetzt sind, hat Corona. Das heißt, wir stellen das Paket hin, gehen von der Tür weg, sagen ihm Bescheid, er macht die Tür auf, wir winken uns und dann fahren wir wieder. Pfeife rauchen geht da halt leider nicht. Hallo. Schnell, dass sie hin und rennen weg. Ja, vielen, vielen Dank. Ey, super lieb, das Trinken. Achtung. Es tut mir so leid. Ja, kein Problem. Scheiß Corona. Das tut mir leid, dass du jetzt Corona hast. Wir hätten uns gerne noch auf ein Pfeifchen eingeladen. Ja, das wäre perfekt gewesen. Alles am Start. Ja. Euch noch einen möglichst schönen Abend. Euch auch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao. So, letzte Pfeife abgeliefert. Vielleicht ein kleines schönes Geschenk in der Corona-Erkrankung. Ich hoffe, du bist mittlerweile wieder gesund, wenn du es siehst. Ich hoffe, du hast dich über das Geschenk gefreut. Und jetzt kommt noch der Clip, den wir zugesendet bekommen haben. Hi Marvin, nochmal vielen, vielen Dank für das Geschenk und jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Hätte mich echt gefreut, wenn wir zusammen noch ein Pfeifchen geraucht hätten können, aber gut, schauen wir mal. So, fangen wir mal oben an. Super, ein Onmo, perfekt. Farbe? Perfekt, den Popo in Weiß mit SDG-Logo, so muss das. Und ein Low-Load. Auch sehr schön. Oh, und ich sehe was richtig cooles. Da haben wir eine Future in Lime. Absoluter Knaller. Das war der Clip und wir fahren jetzt noch in Momera. Let's go! So Freunde, es ist dunkel draußen. Wir haben noch ein paar leckere Köpfchen in Momera geraucht. Jetzt sind wir endlich wieder daheim. Und bevor wir zu der Verlosung kommen, noch ein dickes Dankeschön an Mose, Aeon, Viro und auch Hukain, die das Gewinnspiel überhaupt möglich gemacht haben. Ist geil, dass ich einfach meine Position ausnutzen kann und sagen kann, hey, darf ich Sachen zu Weihnachten verschenken? Und dann sind die so, ja okay. Also wenn ihr denen auch noch ein bisschen Liebe oder ein paar Weihnachtsgrüße zukommen lassen wollt, macht das sehr gerne. 5 Pakete haben wir verteilt, das heißt, wir haben aber noch 5 hier. Und die 5 können an eine oder divers von euch gehen. Alles, was ihr tun müsst, um mitzumachen, ist ganz einfach. Ihr müsst Shisha WG auf YouTube abonnieren, also einfach unter diesem Video hier auf Abonnieren drücken. Und ihr müsst einen Kommentar schreiben. Mehrere Kommentare sind nicht mehrere Lose, aber ihr müsst auch nicht irgendjemanden markieren oder irgendwie sowas. Schreibt einfach einen schönen Kommentar, schreibt einfach irgendwas, was ihr euch zu Weihnachten wünscht, ob ihr Weihnachten feiert, liebe Grüße an irgendjemanden, irgendwas. Denkt euch was Schönes aus. Und dann läuft das Ganze bis
zum 31.12. um 0 Uhr. Das heißt, am 1. ist das Ganze schon vorbei. Kommentare, die danach kommen, zählen auch nicht mehr rein. Ich werde dann verlosen und nach den Feiertagen, beziehungsweise dem Feiertag, werde ich das Ganze dann auslosen und an euch versenden. Ja, wir haben noch ein wunderschönes Set von Mose, wir haben noch ein Set von Aeon und wir haben noch 3 Sets von Nukain, die rausgehen. Also wenn ihr Lust habt, kommentiert ordentlich und ansonsten bleibt mir nur noch eine Sache und das ist euch absolut wunderschöne Weihnachtsfeiertage zu wünschen, ob ihr Weihnachten feiert oder nicht. Ich wünsche euch einfach eine schöne Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss!